Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront 2. In der letzten Folge haben wir hier ein bisschen galaktischer Angriff, glaube ich, war es. Oder? Nee, das war in der vorherigen Folge, das war Angriff und Exfiltration, was wir in der letzten Folge gespielt haben. Ja, da hatten wir ja, hier ein paar gute Runden dabei, aber damit auch ein paar schlechte. Aber wie ich ja wahrscheinlich in der letzten Folge angekündigt habe, wenn wir ja hier jetzt hier wieder Feuerschaft spielen. Ja. Und ich habe auch wieder unter meinem letzten Video ein paar Tests wieder vom Mark BF1 gekriegt. Er meinte so, dass ich ein bisschen so unterhaltsamer sehen soll, aber ich weiß nicht so genau, wie ich das so unterhaltsamer reden soll. Hier irgendwelche Witze raushauen oder weil. Ich bin mir da nicht so sicher, wie man hier unterhaltsam redet. Und er hat mir auch noch gesagt, ob ich mal hier Musik von meinem Handy aus abspielen lassen soll. Aber da bin ich mir nicht sicher, weil ich habe auf meinem Handy nur Anime-Musik und ja, deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob ich das machen sollte wegen dem Copyright und so. Weil da müsste ich ja die ganze Zeit, während die Musik auf meinem Handy läuft, ja hier die ganze Zeit drüber quatschen. Ja, aber ich will euch jetzt nicht lange volltexten, sondern wir wollen ja jetzt hier Vorherrschaft spielen. Oh, Vorherrschaft auf Naboo. Ach ja, der Ladescreen, der immer ewig braucht, bis man irgendwas lädt hier. Hoffentlich sind wir diesmal Klone, weil gestern war ich Klone, aber da habe ich halt die Folge nicht aufgenommen, als ich Vorherrschaft gespielt habe. Ich sehe nichts, ich sehe nur weiß und blau. Was bin ich denn? Ich bin Galaktische Republik. Yeah! Sobald wir unser Einsatzziel erreicht haben, ist diese Schiffe erledigt, Junge. Ziehen wir es Alter! Ich bin kaum 20, nicht mal 10 Sekunden drin und schon werde ich. Ich hab's schon als vernünftigen Panther. Wir erobern das Einsatzziel! Dein Kommando-Droide. Aua. Wir übernehmen das Einsatzziel. Darth Maul ist hier. Konzentriert euch. Auf zu den finalen Zielen, dann haben wir das geschafft. Das Einsatzziel ist in unserer Hand. Ich gehe jetzt mal hier rauf. Hallo. Wir haben den Fuß in der Tür, aber noch ist es nicht vorbei. Weiter vorrücken. Ja, wenn die Türen mal aufgehen würden. Wir haben das letzte Warte. Einsatzziel erreicht, Jungs. Zerstört es, dann können wir von hier verschwinden. Au, 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 au. General Grievous wurde gesichtet. Granate geworfen! Okay, da oben sind die weg. Die Republik attackiert das Ziel. Um auf zum Missionsziel, die Generatoren wird zerstört. Darth Maul ist hallo, hallo, hallo. Seid vorsichtig, Brüder. Au, au, what the? Toll.
nur gestorben und nicht zurecht, aber ich finde es sehr toll. Warte, ich bin tot? Alter, von so einem Ding bin ich doch nicht tot, ey. Ja, das schaffen wir nicht mehr. Die Uhr tickt, Brüder. Nehmt den Angriff wieder auf, bevor es zu spät ist. Oh, ich könnte mit dem Abstaub. Alter, what the fuck, Alter, den Cap nur am Eingang da, ey. Was machen unsere Mates eigentlich? Was Boss mit deinem blöden Toxino da? Nein. Wir haben die Mission diesmal nicht abgeschlossen, doch es bleibt uns noch Zeit. Wir müssen einen Schritt zurückgehen und einige dieser Kommandoposten zurückerobern. Okay, neuer Versuch. Auf zum Kontrollpunkt Beta. Attackiert das Einsatzziel! Wir übernehmen Kommandoposten Aurek. Wir werden den Separatisten nicht noch mehr Positionen überlassen. Sie haben schon genug. Bam, da habe ich ihn. Und du hast einen Panzer. Granate auf dem Weg! Oh mein Gott, das ist knapp gerade. Geht weg! Ah, alles klar. Wir müssen zum Kontrollpunkt D. Boss, verpiss dich, du nervst. Abgestaubt, Mann, bin ich krass. Nicht. Alter, du überlebst erstmal eine Granate, der Typ, ne, der? Verteidigt das Einsatzziel!
Auf zur C, dann haben wir, schaffen wir es vielleicht noch. Darth Maul ist hier. Alter, von hinten, vorne, überall. Ey, was kämpfen die Leute nur? Warum habe ich jetzt dafür Schaden gekriegt, ey, dieses Spiel, ne? Verteidigt das Einsatzziel! Komplett verzogen. Den haben wir. Da ist noch wieder einer. Nicht noch mehr Positionen überlassen. Oh mein Gott. Ja, ey. Wie soll man da hinkommen, wenn die Leute nur campen, ey? Wenn ihr es ihnen so einfach macht, quartieren sie sich noch bei uns ein. Wir müssen Darth Maul erstmal ausschalten, dann haben wir das dritte Problem hinter uns. Ihr seid nichts. So. Separatistentransporter nähern sich. Seht zu, dass die Droiden sie nicht erreichen. Oh mein Gott, Maul! Geh weg! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Wohin mache ich? Nicht an Bord der Transporter! Ich treff nicht! Letzte Chance zu verhindern, dass die Separatisten noch mehr Truppen auf ihre Transporter verladen. Dann lass uns da hingehen. Wow, wow, wow. Mir gefällt nicht, wo das hinführt. Wir brauchen ein Transportschiff für euch. Man muss kein Jedi sein, um zu wissen, was diese Droiden vorhaben. Mann, diese Kampfgefälle dürfen nicht das unser Sternstück zerstören. Also den Venator, sonst haben die Kampfgefälle gewonnen. Wir können nicht zulassen, dass eine Horde Kampfgefälle unser Schiff zerstört, oder? Ja, Klappergestelle sind eh zu dumm, um sowas zu schaffen. Abwehrstellung! Verteidigt das Schiff mit allem, was ihr habt! Von der Seite! Au, 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 au. Heilen, hallo. Alter, ich krieg volle Breitseite. Ich krieg erstmal volle Breitseite von überall ab. Nee, nicht den hier. Den wollte ich nehmen. Ein Republic Commander. Separatisten haben die Eroberung des Einsatzziels eingeleitet. Da ist einer, den ballern wir weg. Wenn ich nicht volle Breitseite wieder abkriege. Komm schon, nee, 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 nee. Den habe ich. Konzentriert euch! Den habe ich auch. Müssen das Einsatzziel. Alter, nein, 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 nein.
Wir müssen uns zurückziehen. Wenn ich jetzt nicht komplett verkacke hier, ey. Ja. Zieht euch zurück und fokussiert die Verteidigung auf das letzte Einsatzziel. Ach so. Das ist Rüdiger. Los Jungs, für die 212. Feinde attackieren das Ziel. Wir müssen Maul kalt machen, okay? Maul ist kalt gemacht. Darth Maul ist eingetroffen. Seid vorsichtig, Brüder. Oh, das Maul schon wieder. Aua. Achtung. Unterstützung durch Meister Kenobi. Alter, was war das denn, ey? Dieser Kackdroide war im Weg. Der Feind schaltet das Ziel aus. Wir müssen es aufhalten, sonst haben wir verloren. Wir verlieren das Einsatzziel. Beschützen es, verdammter Fall. Ja, das wird aber nicht mehr. Aua. Ja, wenn die da so verrückt campen, ey, weil es alle richtige Lappencamper sind, ey. Toll. Wir können nur hoffen, dass wir der Besatzung genug Zeit verschafft haben, um zu entkommen. Punktestand, Mann, ich war 15. in meinem Team. Ey, darf ich Klone bleiben oder muss ich jetzt schon wieder für die Drui auf der dunklen Seite sein? Felucia. Und es lädt. Fünfte Spieler, oh Mann. Ja, aber ich darf wenigstens die Klone bleiben. Und da hört man die traurige Musik der Order 66. Oh Mann, jedes Mal, wenn man diese Musik hört, kann man es nicht aushalten, da will kann man nur emotional werden.
Was habe ich denn so für Skins gerade? Für die Phase 2 fehlt mir noch dieser Skin. Der hier. Oh Mann, es fehlen mir noch viele Skins, ey. Wer sich vielleicht nicht mit Star Wars rauskennt und nicht weiß, was die Order 66 war, dann empfehle ich nur ihm hier die Star Wars Filme und Star Wars Serien zu sehen, wie Star Wars The Clone Wars oder Star Wars Rebels. Aber natürlich darf, um so ein bisschen zu verstehen, was die Order 66 war. Leitmacht. Auf Velusha gibt es ein Dorf, das schon seit 3 Evakuierungen keine Optionen mehr hat. Zivilisten sind weg. Versteckten Medikamente nicht. Die Separatisten wollen sie haben. Wir brauchen diese Medikamente. Also hört erst auf zu schießen, wenn dieser Dreadnought Geschichte ist. Und jetzt bewegt euch. Los geht's, Leute. Zum Einsatz hier vorbei. Standard Vorgehensweise, Jungs. Sichert diese Position und geht dann an Bord dieses Schiffs. Da ist unsere Kappergestelle. Wir haben Kommandoposten Aurek besetzt. Nein. Der überlegt einfach mal eine Granate, die hinter ihm war. Eure Befehle sind einfach. Sichert diese Position. Wir sind ja schon dran, diese Position zu sichern. Mann, war das knapp, ey. Nur noch 6 Leben hatte ich. Von hinten willst du mich verarschen. Vermutlich werde ich diese Folge auf 2 Parts verteilen müssen, aber ich weiß es noch nicht genau. Oh Mann, dieser Panzer läuft echt verbuggt durch die Gegend. Wir erobern Kommandoposten dort. Worauf ballert der? Ich hätte erstmal überfahren, okay? Darth Maul ist hier! Granate geworfen! Granate frisst Granate, bam! Alter! Anscheinend hat sich das Erzklappergestell Grievous dem Granate reinwerfen hier. Mann, ist diese Druide in die Granate reingelaufen. Verdammt. Und ich werde auch noch von hinten angeballert. Oh ne, von vorne.
Ja, mir fehlen noch ein paar Punkte. Ja. Also was macht der Typ in dem Panzer, ey? Der macht gar nichts. Wir übernehmen Kommandoposten S. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Alter, Mord verfolgt mich. Nein, 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 geh weg, Maul! Sie dürfen nicht noch mehr Kommandoposten erobern. Weavis! Aua. Die Lage sieht echt kacke aus. Oh nein! Wir haben mit der Eroberung von Kommandoposten. Alter, nein, 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 nein. Wow. Euer Einsatzziel ist die Sicherung dieses Gebiets. Ja, aber wahrscheinlich kriegen unsere Mates das nicht gebacken, diese Gebiete einzunehmen. Kommandoposten Wäsche erobert. Zum Einsatz hier vorne. Oh, Scheiße. So. Alter, ich bin von der Seite angeschaut. Kenobi hat sich uns angeschlossen. Panzer. Granate geworfen. Aua. Ich gebe euch Deckung, Brüder. Kontrolle über Kommando Posten N. Nein, das Maul. Nein, 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 nein. Aua. Mindestens läuft es gerade mit den Kills ein bisschen besser als in der vorherigen Runde. Wir kriegen hier nichts erobert. Wir verlieren zu viele Kommandoposten. Wir sichern Kommandoposten West. Wir haben Kommandoposten West gesichert. Wo ist denn hier ein Ruide? Au, 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 au. Ah, verdammt. Ja,
ich würde sagen, hier beende ich erstmal Part 1. Ich weiß, es wird gerade spannend, aber ich will auch nicht, dass die Folge jetzt zu lang wird. Weil ich werde dann vermutlich versuchen, die Folge hier, also Part 2, direkt danach hier aufzunehmen. Ja. Ja, so mache ich es. Mit dem Aussage. Ich hoffe, das Video hat euch bis hierhin gefallen. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Habt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Tragt immer eine Maske, wenn ihr rausgeht. Und ja, bis gleich. Euer Commander Mac_HD. Ciao.